Das Wort hat der Kollege Polenz für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Arbeit, Freiheit, Würde – das waren die zentralen Forderungen, für die die Tunesierinnen und Tunesier mutig auf die Straße gegangen sind. Ihre Forderung war ein Ende mit der Korruption und der Unterdrückung. Sie haben gestritten für Meinungsfreiheit, und sie wollten freie und faire Wahlen. Die Tunesier wollen selbst entscheiden, wer regieren soll. Und wir haben diese Debatte heute deshalb vereinbart, weil wir ein Signal senden sollen: Ja, wir unterstützen diese Forderung nach Rechtsstaat und Demokratie, nach einer Gesellschaft, in der jeder und jede in Würde leben kann und die Armut und Arbeitslosigkeit überwindet. Wir wollen ein Signal senden, dass wir Respekt haben und dass wir die mutigen Tunesierinnen und Tunesier bewundern, die sich nicht haben einschüchtern lassen, als sie auf die Straße gegangen sind, und die auch erfolgreich waren, den autoritären Machthaber Ben Ali zu stürzen. Wir sollten aber auch selbstkritisch noch einmal uns vergegenwärtigen, dass wir uns vielleicht zu lange vor die falsche Alternative gestellt haben. In der Region des Nahen und Mittleren Ostens hätten wir im Grunde nur die Alternative zwischen autoritären Regierungen oder islamistischem Chaos. Ich glaube, wenn man das richtig durchdenkt, kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass autoritäre Herrschaft nicht vor Islamismus schützt, sondern im Gegenteil eher wie ein Brutkasten für Islamismus wirkt. Warum ist das so? Autoritäre Regierungen lassen keine Meinungsfreiheit zu, keine politische Opposition, keine politische Diskussion in der Öffentlichkeit. Die Bevölkerungsmehrheit ist muslimisch, und den Glauben, den kann auch eine totalitäre Regierung nicht verbieten. Deshalb verlagert sich dann auch die politische Diskussion in die noch einigermaßen geschützten Räume der Moscheen. Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem, was wir in den 80er Jahren in der DDR und in den Kirchenräumen gesehen haben. Und diese Verlagerung in die Moscheen wechselt natürlich das Spielfeld ein Stück weit auch in Richtung religiöser Bewegung. Wenn dann noch dazu kommt, dass autoritäre Regierungen versagen bei der Frage, Grundfunktionen, die alle vom Staat erwarten, in Sachen Bildung, in Sachen soziale Sicherheit zu erfüllen, und wir wissen alle, dass das zum Handwerkszeug der islamistischen Bewegung gehört, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser zu offerieren, dann sehen Sie das zweite Element, weshalb autoritäre Herrschaft Islamismus begünstigt. Und wenn man dann noch sieht, dass alle diese Länder im Grunde auf der Suche sind, welche Staats- und Regierungsform passt eigentlich zu uns, dann verfängt natürlich so eine einfache Formel wie der Islam ist die Lösung. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir lernen, dass diese Alternative, die uns natürlich auch von den autoritären Herrschern eingeredet worden ist, in Wirklichkeit keine ist. Tunesien hat sich jetzt die Chance auf eine demokratische Entwicklung selbst erkämpft, und wir sollten sie auf diesem weiteren Weg unterstützen. Wir sollten allerdings, und dazu möchte ich etwas sagen, unsere Hilfe auch an klare Bedingungen knüpfen. Wir haben jetzt eine Übergangsregierung, und die hat im Grunde zwei Aufgaben. Sie muss für Sicherheit und Ordnung sorgen, und sie muss den Übergang vorbereiten, sprich freie und faire Wahlen, sowohl für das Präsidentenamt, aber ich denke auch alsbald für ein neues Parlament. Und das kann nach so langer Unterdrückung ohne politische Diskussion nicht innerhalb ganz kurzer Frist geschehen, denn dann hätten nur die Kräfte der alten Zeit eine Chance, organisiert anzutreten. Deshalb wird man einen Zeitraum brauchen, etwa ein halbes Jahr, aber länger sollte es auch nicht dauern. Und wir müssen von dieser Übergangsregierung einen klaren Zeitplan erwarten, wann es diese Wahlen gibt. Natürlich müssen dann Parteien neu gegründet und zugelassen werden. Wir brauchen ein Wahlgesetz. Dabei kann die Europäische Union, können wir technische Hilfe anbieten. Und es gehört auch eine Amnestie für die politischen Gefangenen dazu, auch für diejenigen, die aus Angst vor dem Regime ins Ausland geflohen sind und jetzt gerne zurückkehren würden. Und jetzt will ich etwas sagen,
was vielleicht nicht jeder teilt. Ich glaube, wir sollten uns aktiv darum bemühen, dass auch islamistische Parteien sich an diesem Prozess beteiligen. Warum? Nach demokratischen Wahlen sind die Probleme ja nicht weg. Es hat ja nicht sofort jeder Jugendliche einen Job oder der Wohlstand bricht sofort im ganzen Land aus. Und dann ist es wichtig, dass der Streit über den richtigen Weg, wie man dahin kommt, in einem Parlament mit allen politischen Kräften ausgetragen wird und nicht Kräfte außerhalb dann das ganze System diskreditieren und das, was man in der Vergangenheit zu Recht der autoritären Herrschaft angelastet hat, dann der neuen Demokratie anlasten kann. Deshalb sollten wir aktiv dafür werben, dass auch islamistische Parteien in diesen Prozess einbezogen werden. Allerdings, klare Vorbedingungen sind nötig. Erstens, jeder, der sich am politischen Prozess beteiligt, muss sich dazu bekennen, zur Durchsetzung seiner politischen Ziele ausschließlich friedliche Mittel anzuwenden. Erster Punkt. Der zweite, jeder, der sich beteiligt, nach diesen Regeln Politik zu machen, muss die Regeln auch gegen sich gelten lassen, wenn er die Mehrheit einmal verlieren sollte. Das heißt, die Bereitschaft, sich abwählen zu lassen, ist auch konstitutiv für demokratische Parteien. Und drittens, und das kommt in Tunesien dazu, es gibt ein sehr fortschrittliches Statutpersonell, was für die Gleichberechtigung der Frauen enorm viel bewirkt hat. Wir sollten, weil das natürlich eine Frage an islamistische Parteien ist, hier verlangen, dass sie von vornherein sagen, das lassen wir unangetastet. Das gehört praktisch zum Verfassungskonsens der tunesischen Gesellschaft. Lassen Sie mich noch ein Wort zu Ägypten sagen. Dort gehen die Demonstranten auf die Straße nicht mit der Parole, der Islam ist die Lösung, sondern mit der Parole, Tunesien ist die Lösung. Und wir müssen der ägyptischen Regierung sagen, keine Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, das ihr eurer Gesellschaft eröffnen müsst. Wir müssen auf Meinungsfreiheit drängen, auch auf die Nutzung des Internets. Es ist ein Skandal, dass Facebook und diese Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, abgeschaltet worden sind. Und wir müssen fordern, dass die Präsidentschaftswahlen, die in diesem Jahr turnusgemäß anstehen, fair und frei verlaufen. Die Europäische Union hat im Zuge der Entwicklung der Mittelmeerunion sich leider in der Zusammenarbeit mit der Region immer stärker auf eine eher technische Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit fokussiert. Im alten Barcelona-Prozess, wenn ich das mal so sagen darf, hat man den Zusammenhang noch deutlicher gesehen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Reform mit politischer Öffnung zu verbinden. Zu dieser Politik, Herr Außenminister, muss auch die Europäische Union wieder zurückfinden. Was ist jetzt das Fazit als Zwischenergebnis? Erstens, Stabilität kann trügerisch sein und autoritäre Regime garantieren keine nachhaltige Stabilität. Zweitens, die Annahme, es gäbe Völker, die für Demokratie und Rechtsstaat nicht geeignet seien, ist überheblich und falsch. Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem Zitat schließen, das ich heute in der Frankfurter Allgemeinen gefunden habe von dem tunesischen Schriftsteller Abdelwahab Medeb. Ich zitiere: Für das Verlangen nach Demokratie ist kein Volk zu unbegabt. Das Tunesische muss nun in seiner demokratischen Ungeduld nur noch lernen, dass nach der Schnelle des Aufbruchs die Langwierigkeit der Übergangsphasen mit Vertretern des Regimes und neu bekehrten Glaubenseiferern kommen wird. Wir werden es meistern. Ende des Zitats. Und ich füge hinzu, und wir sollten dabei unsere Hilfe und Unterstützung anbieten.